Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen hier, ihr seht schon, Battlefield 1, die Open Beta. Die gibt es im PS Store, gerade kostenlos zum Runterladen. Könnt ihr testen und das machen wir jetzt heute einfach mal. Hier sind wir gerade im Hauptmenü, da sieht man Home, Multiplayer, eine Kampagne. Da kommen wir jetzt gerade leider nicht drauf. Soldier, mal sehen, was das so beinhaltet. Store natürlich und More. Geil. Okay. Huch, da sieht man die Freunde. Wir spielen aber jetzt erstmal Multiplayer. Einfach so. Da haben wir hier beide Dinger hier zum Aussuchen. Server Browser. Können wir natürlich auch noch detailliert nach Servern suchen, schätze ich mal. Wir machen hier gleich mal das erste. Begeben uns ins Gefecht. Schau mal rein. Matchmaking. Was gibt es hier? Auf der Erde. Hier sieht es nach Wüste aus. Wir gehen da gleich mal hin. Okay, wir suchen Capture and Hold the Flags. Capture the Flag Game halt einfach. Das Übliche. Es lädt das Spiel. Es lädt. Open Beta natürlich, muss man immer wieder dazu sagen. Und ja, wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich bin gespannt. Der Trailer sah auf jeden Fall sehr überzeugend aus. Deswegen kann man ja mal spielen, ne? Kann man ja mal ausprobieren. Gucken wir mal. Auf jeden Fall die Open Beta, ladet es euch mal runter. Kostet ja nichts, ne? Kostet ja gar nichts. Da kann man das da mal schon mal machen, ne? So. Okay. Select Squad. Da haben wir Apples, Butter, Charlie, Duff, Edward, Freddy, George, Ink, Johnny, King, London, der ist leider schon voll, Monkey und Nuts. So, wir gucken mal, was so, ja, geht voll ist. Hier, Freddy. Nehmen wir mal die Freddys, oder? Ja, Join Squad. Hier können wir aussuchen. Medic, Support, Scout. Wir nehmen einfach mal hier den Standard, den Salt. Customize können wir auch ein bisschen. Hier haben wir bisher noch nicht so viele Waffen frei, aber wir haben verschiedene Waffen. Das ist schon mal gut. Eine automatische. Da haben wir nicht genug Geld. Das sehen wir oben rechts, schätze ich. Ah nein, oben links. Oben links diesmal. Hier dann die Secondary. Ja, haben eben noch nicht genug Geld. Ich will mal sagen, wir nehmen das einfach mal und begeben uns ins Gefecht. Da sind wir. Das war jetzt ein bisschen nicht der beste Start. Ja, wir nehmen nochmal den Assault, würde ich sagen, ne? Huch. Ach, da können wir uns aussuchen, wo wir starten. Ja, wir starten einfach mal hier. Oh, das sieht schon mal geil aus. Okay, das hört sich nach Krieg an. Das sieht auch etwas nach Krieg aus. Die Maps müssen wir natürlich erstmal alle kennenlernen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie groß das ist. Deswegen irre ich wahrscheinlich noch ein bisschen planlos hier durch die Gegend. Wir schauen uns das erstmal an. Ja, aus dem Titanfall 2 Alpha Tech-Test kann man schon mal wissen, dass ich eigentlich nicht so der gute Ego-Shooter-Gamer bin. Aber wir machen es trotzdem mal. Einfach mal, ja. Oh, nein! Ein Headshot-Bonus. Huch, sieht man nicht. Hier. Headshot-Bonus. Ja, geil. Wenn das nicht vom gegnerischen Team war. Ich kann das gerade noch gar nicht einschätzen. Wir gehen mal zu dem Kumpel hier. So, hier im Graben. Woran sehen wir jetzt eigentlich, ob das Gegner sind? Da. Hier gibt's ein bisschen Muni. Da brennt was. Das macht die Szenerie noch etwas dramatischer und brutaler. Boah, geil mit den Flugzeugen hier. Okay. Das können wir gerade einnehmen, schätze ich mal. Wir sind doch Team Blau, oder?
Selbst das weiß ich gerade nicht mal. Ich glaube, das Mikrofon ist in-game auch an. Ist er bei uns? Ich schätze mal, der ist bei uns, sonst hätte der uns schon längst angegriffen. We have lost objective Duff. Was? Okay, ich schätze mal, die sind bei uns. So, das hätten wir wieder eingenommen. Ist er bei uns? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin bei sowas echt sehr verpeilt. Steigen wir mal da ein. Hallo. Das ist keine gute Idee, bei mir einzusteigen. Ja, wir fahren einfach mal hier raus. Heute machen wir eine schöne Spritztour. Hupen können wir leider nicht. Zumindest nicht. Oh, lalalalalalalala. Ja, so ein Panzer ist natürlich, na, eventuell ein bisschen stärker drauf. Ne? Wir gehen einfach mal hier wieder ins Game rein, ne? Einfach. Charlie. Wo schießt denn der hin? Da. Da ist er in Deckung gegangen. Oh. Der ist doch noch irgendwo da hinten. Hä? Boah, das muss eine riesengroße Map sein. Uiuiui. Uiuiui. Waren das Bots? Nein! Das sieht nicht nach Bots aus. Bots waren ein bisschen besser, würde ich mal sagen. Okay, da wurden wir etwas überrannt. Was geht denn da hinten eigentlich ab? Im Flugzeug. Können wir uns im Flugzeug starten? Wir sind im Flugzeug! Ah, geil! So, jetzt habe ich gerade noch schlechteren Überblick als vorher schon und boah, Alter, wie fliegst denn du? Ja, wir können schön nach hinten schauen. Wo auch immer die Schüsse gerade herkommen. Ich sehe gerade gar keine Gegner. Hä? Ach, da. Ist das ein Gegner? Das ist doch ein Gegner, oder? Ja. Also wir müssen noch einberechnen, dass die Munition ein bisschen verzieht beim Flug. Okay. Hä? Werden wir beschossen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls wird mir etwas schwindelig. Ah, okay. Nee, hä? Da hinten ist ein Pferd. Da ist jemand auf dem Pferd? Das ist ja geil. Flugzeuge, Pferde, Panzer. Das Spiel hat mich schon überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn ich gerade ein bisschen so die Orientierung verliere. Verderben. Ja, da hätte man vielleicht rechtzeitig reagieren müssen. Das war nicht so super. So, da sind ein paar Freunde. Das Flugzeug haben wir getroffen. Schon wieder? Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Ah. Oh je, oh je, oh je. Oh je. Egal, nochmal. Ach komm. Okay, bevor wir jetzt die ganze Muni verballern. Ist da hinten jemand? Da hinten laufen welche. Ah, ich sehe die nicht.
Das ist so eine Riesenlandschaft. Ach, das verzieht. Haben wir hier irgendwie Granaten oder so? Was können wir hier machen? Ah, okay. Okay. So setzen wir die Maske auf. Schon mal gut, falls wir die mal brauchen. Okay, gedrückt halten, X. So geht das etwas schneller. Gehen wir mal dahin. Da gibt es ein Flugzeug. Gibt es da ein Flugzeug, das wir nehmen können? Also jetzt, sorry natürlich, wenn ich noch nicht so auf die Flugzeuge, also beziehungsweise auf die ganzen Gegner irgendwie acht. Ja, wenn ich noch nicht so auf die ganzen Gegner acht gebe. Ich will mir das erstmal alles anschauen. Und ich muss sagen, grafisch auf jeden Fall schon mal mega geil. Mega geil. Und mir gefällt es wirklich, dass es wirklich so eine Riesenfläche ist. Also, kann auch sein, dass ich jetzt an, dass ich... Huch. Sand ist im Weg. An der Wüste. Ah, ärgerlich. Kann natürlich sein, dass ich jetzt ein bisschen an Titanfall gewöhnt bin. Nicht, dass Titanfall jetzt irgendwie schlecht ist oder so. Ich fand Titanfall richtig geil. So, so jetzt schon mal hier, damit hier kein Krieg entsteht. Nicht so hier wie in-game. Mist. So, also ich zumindest muss mich erstmal richtig zurechtfinden. Ich habe noch gar keine Orientierung hier irgendwie, wo die Gegner sein könnten, wo sie sich verstecken. Ich schieße sie einfach verquer durch die Gegend rum. Da hinten soll ein Flugzeug sein. So wie man das aus diesem Symbol entnehmen kann. Das ist zu weit weg. Wir probieren demnächst mal eine andere Klasse aus. Oh, da ist ein Krieg. Da ist ein Krieg in den Lüften. Das sieht aus, als hätte da jemand den Krieg verloren. Und wir gehen mal... Oh, wir treffen sogar. Kriegen wir den runter? We have lost Objective Charlie. Schlitzt er jetzt ab? Oh, der kommt wieder, der kommt wieder. Ach, schade. Oh, da oben ist jemand. Doch nicht. So können wir die Waffe wechseln. Oh, da ist jemand auf dem Feld. Na, komm schon. Was? Freddy Armor Train. We have taken objective Freddy. Halfway there, the enemy has the upper hand. Können wir jetzt das Pferd nehmen? Yes! Wir haben ein Pferd. Das Pferd. Jetzt gehen wir an die scharfen Geschütze. Womit wir wahrscheinlich noch schlechter sind. Okay, der ist down. So, da schießen die auf. Ich weiß es nicht. Kann man da überhaupt nach oben hin? Ich habe keine Ahnung. Nein! Wer? Der Drecksack da oben! Ach, der ist doch gerade voll tief gefallen. Also da sind wir am Anfang nicht gerade, ihr wisst schon, gehen wir mal ins Auto. Oh. Wir nehmen einfach mal irgendeine Location. So. Also das ist doch mal echt ärgerlich, wenn man wo gerade startet und dann, ne? Ihr habt's gesehen. Das ist ein bisschen blöd.
We have taken objective Darth. Boah. Wie sieht er uns einer an? Ich weiß nicht. Ich glaube, der schießt einfach nur quer rum. So, da hinten ist einer gelandet. Da hinten könnte einer sein. Da ist einer im Panzer. Okay. Können wir uns hinlegen? Ja. So. Das bringt recht wenig, glaube ich, zwischen den Panzer. Ich weiß es nicht. Der wird uns jetzt wahrscheinlich suchen. Oh, ein Sturm zieht auf. Boah. Nein! Nein! Sorry. Sorry, ich bin echt... Ich muss das richtig üben. Ich muss das, glaube ich, wirklich ein paar Folgen üben, bis das mal richtig drin ist. Wir nehmen mal den Support. Invalid Spawn Point. Niemand will uns da haben. Boah, Züge. Das ist etwas, wovon ich wirklich nicht wusste. Geil. Jedes Mal eine neue Überraschung. Ist das schön. Hä? Ist er jetzt weg? So, ein Granätchen. Schauen wir mal, ob der noch da ist. Klopfen wir mal eben an. Ja. Gehen wir mal rein. Hallo, ist da jemand zu Hause? Oh, das ist eine schöne Wohnung. Schöner Durchzug. Also ich mag es ja, wenn Fenster dauer geöffnet ist. Deswegen hier geile Sache eigentlich. Alter, ich treffe den nicht. Na, ah, komm, eben lief's doch gut. Alter, muss man da lang nachladen. Entschuldigung. Hä? Ist der jetzt... Komm schon. Ah, der steigt doch jetzt nicht echt... Kann er in den Zug einsteigen? Ich weiß es nicht. Was macht der? Ah, ich treffe den einfach nicht mehr. Das ist nervig. Oh, hallo. So, wir haben ein Pferd verletzt. Das tut mir leid. Ich mag eigentlich gar keine Tiere verletzen. Nur Menschen. Nur Menschen. Irgendwie. So, ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit hier campen. Was habe ich... Ah, okay. Handfeuerwaffe. Das sieht hier richtig böse aus. Defeat. Naja, von meinen Skills konnte man ja eigentlich nicht viel erwarten. Aber auf jeden Fall. Ach so, das sind die Top-Spieler. Das ist euer Moment. Auf jeden Fall eine geile Sache. Huch. So, return to menu. So. Auf jeden Fall schon mal ein geiler Einblick in das Spiel. Also so, jetzt vom rein optischen her, in meinem Kopf bewegt sich gerade ein Ladebalken. Das sieht aus wie so ein Visier. Okay. auf jeden Fall schon mal ein Genuss rein optisch her. Vom Spielen kann ich auch nicht meckern. Also, ich würde mal sagen, wir können da auf jeden Fall noch ein paar Folgen dranhängen, oder? Die Musik natürlich auch sehr episch. Nicht schlecht.
nicht schlecht, muss ich sagen. Und das ist erst die Open Beta. Mal sehen, wie es erst abgeht, wenn das Spiel richtig draußen ist. Ich bin sehr gespannt. Wir machen jetzt noch ein paar Folgen hinten dran, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal weiter. Wir schauen mal weiter. Ich freue mich drauf. Danke fürs Einschalten, wie immer. Euer Kamega. Bis dann!